Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind auf dem Weg, das Problem von Niederwür zu lösen, wie der Questlog sagt. Dazu brauchen wir erstmal die Überreste der ehemaligen Druiden. Ja, und die sind nicht hier zu finden. Sondern du hast sie gefunden. Ja, zumindest habe ich versucht, sie zu finden. Und dann kam ich auf die Idee, da sehe ich ja die Quest, löse das Problem. Ja. Dann kam ich auf die Idee, kann ja eine Nebenquest sein. Der Flüsterhügel? Nein. Nein? Schatzsuche. Ich weiß nicht, ob es der Flüsterhügel ist. Finden die Knochen, ja, das ist es. So, dann können wir das nämlich einblenden lassen. Dann finden wir es. Jetzt haben wir zwei Sachen eingeblendet. Ja, das zweite ist eine Spielermarkierung, die ich aus Versehen gesetzt hatte. Die kann man auch... Wenn man die löscht. Gar nicht. Kann man nur umsetzen. Ja, ich muss ja löschen können. Das ist jetzt immer da. Ja, dann machen wir die mal... Ach, das finden wir schon irgendwie raus. Dahin. Da stört sie nicht. Das stimmt. So, dann zeig mal her. Ach so, jetzt ist das tatsächlich anders eingekringelt. Ja, aber das Grab wird bewacht. Von einem Wasserweib. Ja. Ja, Blitze, komm her. Brauchen Hilfe. Los, los. Sind echt die nervigsten Gegner. Na, bisher. Außer dem Werwolf, der ist noch schlimmer. Oh, Blitze. Ja, wollte ich sagen. Diesmal reißt sie sich aber ganz schön zusammen. Ah, da stellt sich raus, die Pferdepanik wird doch. Oh, die Gedankenbeeinflussung können wir ja mal machen, wenn sie hier alleine ist. Ne, so testweise, ja. Warum nicht? Gut, erlaubt uns jetzt keinen derben Finishing Move. Ja, noch nicht. Oh, taucht sie auf. Stehen sie gegenüber. Beiden Verkrüppelten. Oh, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Zumindest gerecht. Oh. Rennen kann man dann auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte nicht rennen, damit wir die Ausdauer haben. Ah. Ja gut, mit dem... Betäuben geht das relativ gut sogar. Ja, aber nur wenn sie alleine ist. Stell dir mal vor, hier werden noch drei ertrunken, ne? Dann wäre das unglaublich schwieriger. Also sie ist ja alleine. So, nehmen wir unsere letzte Schwalbe ein. Speichern. Suchen das Grab. Ja, sie sagte irgendwas von einem Hügel, ne? Ja, das wird sich schon... Da ist, stand doch nicht ein Grabstein rechts. Wo? Ein Sturm. Hier, guck mal nach vorne. Also von Geralt vorne. Also in seine Blickrichtung. Da rechts. Ja, gut gesehen. Hoffentlich ist es das auch. Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. Nicht menschlich? Ja, von wegen Druiden. Es war... Sie sah schon immer so aus. Ja. Wahrscheinlich so ein Monsterdämon. So, jetzt müssen wir ein Wildpferd sehen. So, mit dem Axi-Zeichen, das haben wir ja schon benutzt eben. Ja, das erklärt auch, wie man an ein Pferd kommt. Also, ja, macht doch töten und schon das gezielte Pferd benutzen. Ja, das stimmt. Nee, ich hatte halt überlegt, wie man an so ein Pferd rankommt, aber das stimmt natürlich, man kann es ja einfach zähmen. Mit dem Zeichen. Ja, oder kaufen. Das wäre so meine Überlegung, wenn ich jetzt überlegen würde, wie man an ein Pferd rankommt. Wieso folgst du nicht einfach dem eingezeichneten Weg? Ja, auf dem Weg hier reiten. Ja, plötzlich laufen, bis man nicht hochkommt. Irgendwie ist das Wetter halt so düster. Ja, das ist hier im Sumpf, das damit sumpfiger wirkt. Komm schon, noch bitte. Sumpfiger als durch die Wasserweiber. Und es regnet halt die ganze Zeit.
Naja. So, jetzt weiß der Weg gar nicht. Achso, der war auf einmal ganz verkrumpelt da in der einen Ecke. Dachte ich schon, eieiei, ist kaputt. Man sollte sich nicht so sehr auf die Technik verlassen. Klar, jetzt funktioniert sie doch wieder. Nur wenn man so eine Angabe hat wie nordwestlich in dieser großen Welt ohne Begrenzung fast, dann ist das natürlich schwierig. Wann war es denn auch nordwestlich? Ja. Na gut. Dann habe ich nichts gesagt. Oh, hier haben wir doch ein Wildpferd. Was haben wir hier? Leinen. Es muss aber ein schwarzes sein, ne? Denkt dran. Sie sind alle schwarz hier. Ja, das ist sehr schwarz. Ja, die wollen auch nicht gezähmt werden. Das falsche Zeichen, oder? Ja, es war nämlich die Falle. So, dann mal los. Oh, kannst du jetzt nicht speichern? Jetzt schon. War wahrscheinlich ohne Sattel zu reiten, das tut aber weh. Ja, so ist das halt. Jetzt sind wir hier nicht im Kindergarten, sondern bei Hexerarbeit. So, mal schauen, wie das Wesen aussieht. Wenn wir es denn überhaupt sehen. Es kann nichts Gutes sein. Ach, vielleicht waren es elfische Knochen. Die sind ja auch nicht menschlich. Ja gut, er hätte aber gesagt, das sind elfische Knochen. Ja, wer weiß. Und nicht, das sind nicht menschliche Knochen. Obwohl das Ding jetzt nicht aussieht, als ob es Knochen hätte. Dann müssen die Höhle. Ich glaube nicht, dass wir in die Höhle müssen. Dann muss doch das Ritual bestimmt da vor Ort vollziehen, oder nicht? Dum-dum. Nämlich ein neuer Eingang. Ach, wo kommt der denn her? Extra für das Pferd. Der Pferdeeingang. Ja, stimmt. Und mir nicht hochgekommen, ne? Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Das Wesen im Baum überlisten. Naja, die Sachen nicht darunter liegen und einfach durchstechen. Ich glaube, wir machen mal das Ritual. Ja. Ich meine, wenn was Schlimmes passiert, können wir sie immer noch töten. Hoffentlich. Autoheal. Ganz schlimme Geschichte. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Wir haben ein Dämonenpferd erschaffen. Ja, ist doch auch was Schönes. Naja, ich dachte jetzt, wir müssen das Pferd halt auch opfern oder so. Dann stellt sich raus, die ist jetzt das Pferd. Vielleicht war sie vorher irgendein anderes Tier, irgendein Eichhorn oder sowas. Man weiß es ja nicht. Daher auch nicht menschliche Knochen. Dum, dum, dum.
So, jetzt haben wir noch mal schönes Wetter. Hoffentlich hält es sich. Auf zum Dorfältesten. Und der sagt dann, oh nein, was habt ihr getan? Kommen wir dahin, das ganze Dorf brennt, alle sind tot. Ja. Na, was hat denn den Werwolf getötet? Das waren wir nicht. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ja, zwei trifft es wohl. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Was hast du getan? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich hab von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will... muss seinen eigenen Schutz suchen. Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit! Du sollst nicht hören, nicht vergaffelst. Nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Haben wir sogar unerwartet die Frau des Barons gefunden. Ja, was sagen wir dem Baron?
Das ist jetzt eine verrückte Alte, die im Wald haust und Kinder für Hexen züchtet. Ja. Naja. Ja, werden wir sehen, was wir... Vielleicht können wir sie auch befreien. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Jetzt nicht mehr. Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Oh, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort, also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild, wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Du, das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Imlerit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Komm zurück. Oh. Komm zurück. Komm zurück. Ja. Sehr interessant. Er ist gekommen. Willst du da halb tot davor sind Türen wirst von so einem Monster gefunden? So viel Pech muss man erstmal haben. Ja. Und wenn wir mit Geralt so viel Schaden machen wie mit ihr, dann können wir auch dem Weideler helfen.
kann sie. Könnte sein. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ja, die Mumen haben den Untergang verdient. Ja, aber ich frag mich, ob wir es schaffen, aber wir werden sehen. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Kein Kampf gegen die Mumen. Ja. Noch nicht. Ich glaube, da kommt noch was. Wir sind auch noch viel zu schwach. Vermutlich. Der Wind heult. Können wir jetzt besiegen, wenn wir mit Ciri vereint sind. Komischerweise kriegen wir ganz viele Charaktereinträge. Naja, Ohrin, Geberin. Ganz komisch. Dann würde ich gerade sagen, machen wir den Cut und gehen in der nächsten Folge mal die Tochter des Barons suchen. Ja, wir berichten erstmal den Baron, bevor wir in der Ochsen fortgehen. Okay, so machen wir es. Bis dahin.